Von Real Madrid zu Sunderland. Okay, wir haben ihn noch hier. Fuchs, Christian Fuchs von Schalke zu Leverkusen. Gary Hooper von Celtic zu Tottenham und Emiliano Papa von Barreis zu Parma. Okay, Abwehr geht so, Konterspiel geht auch so. Da ist noch Nachholbedarf. Pressing ganz gut. Aber da geht auch noch was. So, Probetrainingstag. Ah, da hab ich drauf gewartet. Du mich aber gespannt, wie es heute aussieht, ne? Also da hatten wir bisher immer schlechte Ergebnisse. Aber gib mal Gas hier. Ja, erstmal Trainingsspiel. Feldspieler, was? 10%? Dauer der Einheit, ja, ruhig 30 Minuten. Ja, machen wir mal 20. Beim Trainingsspiel kann keine Spieler ausscheiden. Was? Dann eben 5 gegen 2. Okay. Gucken wir mal. Mal gucken. Vielleicht für die zweite Mannschaft ja interessant, ne? Machen wir mal 25 Minuten. Sprints, naja. Da reichen noch 15, 20. Okay. Dann probieren wir das nochmal mit Technik, ist aber ganz wichtig. Ruhig mal 30. Mindestens 50. Alles drunter ist Rotz. Oh, jetzt aber, oder? 10 habe ich noch. 10 Spiele habe ich noch in einer Einheit. Lauftraining, klar. Was anderes? Was sonst? Nochmal 15 Minuten Lauftraining. So. Alles klar, 10 sind übrig geblieben, ne? Ah, ne, eine habe ich noch. Oh, schön, eine habe ich noch. Passübung. 20 Minuten. 35. Okay. Aber nun bin ich mal gespannt, wie ein Blitzebogen was übrig bleibt. Gucken wir doch mal rein. Ja, oh. Einschätzung Marcel Delura, Einschätzung 43. Ah, die sind alle so alt. Hier, der ist doch was. Sven Schaal. Beim Probetraining brauche ich ja keinen 33-Jährigen ranholen. So, für Einslos, Vertragsverhandlung. Zweite Mannschaft, ne? Zweite Mannschaft. 2 Jahre. Welche Vorstellung? 45.000. Alles klar. So. Kilian Rommel. Oh, das scheint gut zu sein. Es war 27, aber den probiere ich zumindest mal reinzuholen. In die zweite Mannschaft. So. Alles klar. Rücken Nummer 9. Mal schauen, ob wir die wirklich sind, ne? Am Ende. So, wo schneiden wir denn mit Hamburg ab? Hier im Jugendturnier. Aber wir fliegen auch schon relativ früh raus in der Gruppe 1. Also, mit 3 Punkten. Traurig eigentlich, ne? Aber Rauten, auffällige Jugendspieler. Einer von unseren. Klasse. Dann einer von den Bayern mal wieder. Einen Schalke haben wir auch noch am Start. Martinovic. Okay. Ja, ist halt die Frage. Ne? Momentan wissen wir ja noch nicht, was wir brauchen. Das ist das Problem. Noch nicht offensiv. Wir haben noch nichts verkauft. Und wir sehen die Schwächen ja noch nicht von der, Mannschaft. Daher noch ein bisschen offen alles. So, ab geht's in die Imtech Arena. Und dann kicken wir mal, wir können uns mal die Leistung angucken gleich. Ah,
wir kriegen noch keine Noten. Ach, weil es keine Pflichtspiele waren anscheinend. Ah, okay. Ja, so Son war noch nicht so überragend, ne? Ist aber der mit der konstanten Fitness hier von 91 Stunden, das ist schon stark. Ich bringe mal Son, ich überlege mir mal Son vielleicht so ein bisschen als Joker zu bringen. Vielleicht doch ein bisschen intelligenter an der Stelle. So, was haben wir denn hier noch für Sachen? Okay, Training. Standard. Sponsoring gibt's neue Sachen. Oh ja, oh ja. Dick Kohle. Summe erhöhen. Wow, 725.000. Wie viel haben wir hier? So 680. Hat sich schon gelohnt. Das hat sich schon echt gelohnt. So. Verletzungen, Trainingslager ist auch beendet. Haben wir das auch abgeschlossen? Die Spieler haben ihre Form verbessert. Dann kann man mit den Jungs ein bisschen sprechen. Ja, Führung ist ganz gut. Rede mal mit Thomas Rinkon. Unverändert. Rajkovic. Gib im Training alles. Heule. Er weiß nicht genau, was diese Saison noch geht. Okay, alles klar. Nicht so überzeugend. Muss sich bei Flanken unbedingt verbessern. Stimmt das? Ich guck lieber mal rein, weil da bin ich mir gar nicht so sicher. Flanken. Ja, 67, ja, stimmt schon. Kann er ruhig ein bisschen zulegen. Aktionen. Spielergespräche. Unbedingt. Sonderschichten legt er ein, sehr schön. Und Westermann. Haben wir schon gequatscht vor kurzem, alles klar. Sponsorenangebote sind wir durch, haben wir gemacht. Dann mal gegen KZ Jena jetzt peitschen, ne? So. Zu Hause zumindest mal. Westermann ist verletzt, ist natürlich bitter. Müssen wir Badelisch reinbringen. Bis jetzt noch überschaubar. Müsst ein bisschen mehr Druck aufbauen, ne? Fehlt mir so diese offensive Ausrichtung. Ich nehme mal den. Jetzt habe ich den Badeisch reingebracht. Ich hätte auch. Ich nehme mal Jiracek raus einfach. Und bring mal den zweiten Stürmer. Ist noch nicht so überzeugend. So. Wir machen mal einfach eine Halbzeitansprache. Los jetzt. Zeigt es ihnen. Unter bestimmten Bedingungen können sie einmal pro Saison eine Brandrede halten. Okay, alles klar. Alles klar, okay. 1-0, jetzt geht's doch. Alles klar. Na, noch ein zweites. Ein paar Chancen sind hier dabei. So, bringen wir mal den Aslan für den sehr gut bewerteten Refanderfahrt. Und Heung-Min Song jetzt mal als Joker. Gucken wir mal. Oh, jetzt auf rechts außen. Das ist schon richtig, richtig offensiv jetzt, ne? Ja, schauen, wie das läuft. Rudnes eine 4, Jansen eine 3. Wir haben ja nichts zu verlieren, ist ja Vorbereitung. So. Ja, solides 1-0. Schon ganz okay. In 8 Tagen. Japan Super Cup. Und jetzt geht's schon gegen Wilhelmshaven. Dann ist nicht mehr lang, liebe Leute. Dann haben wir das schon fast durch. Wir gucken nochmal in die zweite Mannschaft rein. Wie es dort aussieht mit den Jungs. Dann gucken wir nochmal ein bisschen die Teamdynamik uns an. Rückenprellung. 8 Tage, schon ordentlich. So, den wollen sie haben, die Schalker. Den Ali, den wollen sie. Die anderen, die wir auf dem Transfermarkt haben, die wollen sie nicht. Aber den wollen sie haben. Es ist wieder typisch. Kriegst du wieder nicht los, ey. So, diesmal gleich mit 2 Stürmern. So, gegen Wilhelmshaven. Das sollte auch eigentlich eine sichere Hausnummer sein. Form. Arsenal eine sehr gute Form. Was kann der denn noch so spielen? Oh, da kann auch alles, ne? Also das ist für mich wieder so ein Allrounder. Super, geil. Da muss ich hier und da nur ein bisschen einspielen. Okay, ja, den will ich schon ganz gerne behalten.
So. Lichtsteiner geht von Juve nach ManU, alles klar. Okay, Maxwell geht von Paris Saint-Germain zu Liverpool. Ja, wir brauchen auch nochmal. Also, ein bisschen einkaufen müssen wir auch noch. Aber Arslan wollte ich jetzt eigentlich nicht verkaufen. Da müssen wir mal gucken, ein bisschen taktieren muss ich da. Okay. Möchte sich deutlich verbessern. Okay, möchte im Training gefordert werden. Skjelbred, der fühlt sich schon ausreichend gefordert. Geduld für Handlungspartner. Machen wir 3,5 raus. Anteil am nächsten Verkauf 10%. Er ist 21 Jahre alt. Ja, das ist ein bisschen mager hier, ne, die Geschichte. Ligaspielbonus. Internationales Debüt. 1 Million. Gucken wir mal. Gehen sie wahrscheinlich eh nicht mit, oder? Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da mitgehen. Markus Berg, was ist mit ihm denn bitte los auf einmal? Sprachprobleme. Okay. Brennt schon die Luft hier gleich am ersten Tag. Erste Woche. Ich lasse ihn mal trotzdem jetzt in der Startelf auflaufen, weil das wäre, glaube ich, jetzt ein mega Gau, wenn der noch angefressen ist. So. Westermann muss natürlich raus. Dafür können wir das Skjelbred bringen. Und gucken mal. Sofortberechnung. Auf geht's, kommt. Ordentlich Punkte sammeln. Tore schießen. Und einspielen vor allem. Ja, tun uns schon schwer, ne? Also, das könnte solider laufen. Jansen jetzt hier mit dem Tor. Dann bringen wir doch mal Arslan. Und Elisevic. Und Badelj für Jiracek. Okay, und Heung-Min für Beister. Bin mal gespannt. 1-0 immer noch, 2-0 jetzt. Okay, jetzt geht's los, 3-0. Da haben wir jetzt so ein bisschen, 4, jetzt geht's richtig los. Hier haben wir richtig mal was gefunden, wie es funktioniert. Weg vom DM und zack im ZM jemand drin und dann schon geht's los, ne? Das ist schon ordentlich. Wieder René Adler Vorlage für Badelj. Also, weiter Abstöße oder was ist da los? Okay, stark. Badelj richtig gut mit einer 1. Okay. So. Oh ja. Oh ja. Gucken wir mal. Plus. Skjelbred auch gesunde Ernährung. Schön. Elisevic geht's auch gut. Das war schon. Gut. Alles positiv. Nochmal 22 Fitnesspunkte oben drauf. Das Geld sieht auch ganz gut aus bis jetzt. Scoutbericht. Neuer Fanartikel bereit zur Markteinführung. So. Aufnehmen. Kalender. Und Aufnäher entwickeln. Kalender, da ist er. Alles klar. Kann eingekauft werden nächste Woche. Westermann wieder fit und Datenbank aktualisiert. Und dann geht's eigentlich auch schon. Ja, zu Supercoppa National. Ja, das sind wieder die Millionentransfers. Ne? Das ist so. Wenn du jetzt noch keine Ahnung hast, wen du verpflichten möchtest für die neue Saison, ist halt auch schwer. Ich will jetzt einmal ein paar loswerden. Bevor ich da weiterkomme. Ja, die kann ich auch bald kündigen. Ein paar Leute kann ich echt kündigen, weil die brauche ich nicht. Und das kriege ich auch noch selber hier verhandelt. Und zwar Anzahl erhöhen, Laufzeit senken, Summe erhöhen. Nur nicht binden zu lange. Okay. So. Dann gucken wir noch mal in die erste Mannschaft. Wo hängt's dann?
Dem geht's nicht gut, ey. Was? Okay, wichtige Mails beantworten, wo denn? Achso, hier, nein, ja. Okay, nee. Dann würde ich sagen, kurzes Päuslein für mich. Bevor wir jetzt hier in den, ja, in den Juli-Monat einsteigen, so richtig. Denn der Großteil ist gemacht, aber bevor wir das machen, machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge die Teamdynamik nach der Jahreshauptversammlung. Mal gucken, was ich gefragt werde. Nun steht der Beitrag der sportlichen Leitung auf dem Programm. Sie sind an der Reihe. Wie wollen Sie Ihre sportlichen Ziele verkaufen? Aggressiv. Ihr Präsident spricht von einem guten Jahr. Dann kündigt er eine Überraschung an. Er habe heute den Vertrag mit Heung-Min Son um 2 Jahre verlängert. Er grinst in Ihre Richtung. Wie reagieren Sie? Klatschen. Ja, na klar. Ein Fan weist erbost darauf hin, dass die Mannschaft viel zu unerfahren sei. Denken Sie das auch? Neutral. Überaltet sei. Denken Sie das auch? Ablehnung. Ein Fan fragt, ob es in diesem Jahr mit der Meisterschaft klappt. Ablehnung. So, okay. Gucken wir mal, was wir sagen. Ja, also mein Job ist sicher, Leute. vielleicht bleibe ich jetzt noch ein Jahr länger, ne? Wer weiß. So. Rayo Vallecano. Nächstes Spiel, ich bin gespannt, Markus Berg ist immer noch beschissen, das ist wieder so ein Totalausfall mit ihm, ne? Das heißt, wir müssen ihm echt mal jemanden hinstellen, der seine Sprache kann. Was kann er denn für Sprachen? Also, ich verstehe gar nicht, dass der so Probleme hat. Schwedisch, Englisch, Holländisch, also mit mir kann er zumindest mal kommunizieren. Und ein paar anderen auch, eigentlich. Gut. Im Zweifel verkloppen wir ihn einfach, ne? Wenn er nicht will, dann will er nicht. Scout-Bericht. Dauerkartenverkauf abgeschlossen, 25.000, nochmal 9 Millionen obendrauf, das ist schon ordentlich. Erste Mannschaft. So. Okay, eigentlich haben wir alles, oder? Ja, dann rein ins nächste Spiel, bis gleich.